Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Mittwochmorgen. Ja, geht sie noch aus, morgen Vormittag. Heute ist der angeblich der 13.07.2022. Tatsächlich haben wir einen keltischen, was haben wir heute? Einen keltischen Saturntag, einen Vollmondtag, einen schwierigen Tag. Also das heißt, heute bitte nichts zu Riskantes machen, vorsichtig sein, sich etwas Gutes tun, ein bisschen verwöhnen, nicht übertreiben, Pause machen. Es soll heute sehr heiß werden, die Zeit nutzen und sozusagen sich in ein kühles Eckchen zurückziehen. Und wir haben auch nicht den 13.07., sondern wir haben sehr wahrscheinlich den 23. Tag des vierten Monats im Jahre 1740. Sehr merkwürdig, was in dieser Matrix alles möglich ist. Eines ist sicher, wir haben morgen die Auslösung Venus-Quadrat-Neptun. Venus auf Wassermann-Graden genauso wie auch Neptun. Und es ist ein spannendes Horoskop deswegen, weil hier wird das Thema Neptun stark angesprochen, also Unsicherheit, Phantasmagorien, positiv gesehen vielleicht großes künstlerisches, ästhetisches Potenzial, aber gleichzeitig haben wir Sonne als Herrscher von 1 in 12, wir haben Herrscher von 11, von 2 und von 3, Merkur auch in 12, wir haben Mond als Herrscherin des 12. Hauses in Konjunktion mit Pluto als eingeschlossener Herrscher des 6. Hauses. Und wir haben Neptun selbst als Herrscher des 8. an der Spitze des 9. Hauses und gleichzeitig Herrscher des 9. Hauses. Also eine unheimliche Ballung an neptunischen Faktoren. Ich finde das deswegen immer so faszinierend, weil dadurch dieser neptunische Aspekt mehrfach betont und mehrfach bestätigt wird. Also irgendwie ist es immer wieder spannend, wie die Qualität der Zeit so läuft. Die Qualität der Zeit läuft großartig. Ja, Volksgenossen, sie ist der Katastrophe auf der Spur. In Palau sind ja großartige Erkenntnisse gekommen. Ja, ich habe mich entschlossen, meine Weltreise fortzusetzen. Wir müssen im ständigen Kampf gegen das CO2 alle Möglichkeiten ausschöpfen. Sonst könnte ich nicht schlafen gehen und meiner Frau, auch meinen Kindern nicht Rechenschaft abliefern. Großartige Entwicklungen tun sich auch hier. Haben wir unvorstellbare Schlagzeilen. Ja, ach so, ja, Detail am Rande, ja. Bumm. Oh, sowas. Ja, aber wie heißt es? Ein bisschen was geht noch. Also hier werden wir dann 1,1 sehen, 1,2, 1,4 und so weiter. Meines Wissens hat es ja damals begonnen, da ist auf unserer Seite, glaube ich, 1,43 oder 1,45. Vor ein paar Jahren war das noch so und da ist sozusagen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder? Na, das habe ich falsch dargestellt. Verzeihung. 1 Euro war damals ein Dollar 40, das heißt, man hat damals für den Dollar mehr bekommen, also das heißt, man müsste dann korrekterweise stehen, wenn hier ein 1 steht, müsste dann hier 0, irgendwas stehen oder dann eben hier 1,1, 1,2 und so weiter. Gut, ja, das ist halt die Legasthenie im Alltag, aber egal, du weißt, um was es geht, Hauptsache es geht abwärts, also das heißt, wir haben hier noch ein richtiges Potenzial zur wahren Preis- und Wertfindung. Also das sind so Sachen, über die freut man sich doch ein bisschen. Ja, die Urlaubsaktivitäten, die setzen sich überall fort, wohin man schaut. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Und da wundert es nicht, ich habe hier auch eine Schlagzeile gefunden, dass in den nächsten Jahren sich die Anzahl der Flugzeuge verdoppeln wird. Ich weiß zwar nicht warum, ja, aber wenn man dann hier schaut, ja, welche überraschenden Reise- und Flugaktivitäten hier herrschen, dann wird man verstehen, dass natürlich immer wieder die eine oder andere Maschine bereitstehen wird müssen, um die großartigen Aktivitäten sozusagen dann gewisser Personenkreise schlagartig zu verändern, ja, weil sie dann nicht mehr die Möglichkeit haben, weil sie in einem anderen Land einfach sind. Schauen wir uns einmal die
Zahlen an. Zahlen ist immer gut, weil dank dieser großartigen Entwicklung haben wir jetzt auch die Möglichkeit, endlich wieder mehr zu zahlen. Es ist ein gutes Gefühl beim Tanken zum Beispiel, wo man sich denkt, aha, voriges Jahr habe ich um denselben Betrag die gleiche Anzahl an Litern bekommen. Kein Problem, es ist genug Sprit da, es ist überall ausreichend da. Es wird halt nur das Verknappungsspiel gespielt. Das ist eine ganz interessante Spielvariante. Onkel Klausi hat damit nichts zu tun. Ja, die beiden Zahlenreihen. Welche Zahlenreihe könnte sozusagen diese neptunische Energie besser wiedergeben? Ich kann das schwer sagen, kann das schwer beurteilen. Sehr schwer zu sagen. Schauen wir es uns einmal an. Wir haben bei der alten Zahlenreihe die 14, die 21, die doppelte 23, 25, 27, daraus resultierend die 9. Die 14, wo ist sie? Hier unten die Mäßigkeit, die Bescheidenheit. Man hat sozusagen Themen, viele Inkarnationen nicht bearbeitet und jetzt sollte man diese halt tunlichst bearbeiten. Interessant, dass in dieser Reihe zweimal die Bescheidenheit mit der 27 meines Erachtens auch vorkommt. Bescheidenheit wird eine großartige Entwicklung sein. Es heißt zwar, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Aber ich würde sagen, das wird zu den großen Tugenden der Zukunft zählen. Die 21, die 21, höchstes Glück auf Erden, sollte alles gut gehen. Dieser Aspekt gilt. Wie lange gilt er? Das ist eine Momentaufnahme, denn die nächste Verbindung zwischen Venus und Neptun werden wir am 24. September wiedersehen und das wird ein Zeitraum von 72 Tagen sein. Allerdings sehe ich hier in den Hauptachsen jetzt keinen starken Faktor. Das heißt, dieses Horoskop beschreibt uns nur einzelne Auslösungen. Wir haben die 23 an dritter und an vierter Stelle und hier haben wir natürlich doch auch Glück. Das heißt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann wird dir doch später aber doch geholfen. Das heißt, hier hat man sich viel zu lange Zeit gelassen und hätte schon früher sozusagen Hilfe aktivieren sollen. Hilfe kommt immer von dir selber. Die 25, interessant, ja interessant, weil bei der alten Zahlenreihe und bei der neuen Zahlenreihe haben wir viele Übereinstimmungen. Also das ist ganz verblüffend, wie das parallel läuft. Die 25, der Wolf im Schafspelz, das heißt, hier hat man für andere sehr viel gemacht, erwartet es wieder zurück, wird dann in weiterer Folge enttäuscht und fühlt sich dann, wie der Stachel andeutet, zu Rache berufen. Naja, die 27 an letzter Stelle, naja, eine Zahl des Ehrgeizes, des Fleißes, der Arbeitsamkeit, eigentlich eine sehr positive Zahl und steht natürlich für mich auch immer ein bisschen für Bescheidenheit. Warum? Wenn jemand, wie wir das ja von Habselig, sozusagen wissen, er hat ja keine Zeit zum Geld ausgeben. Das ist, wenn man so unvorstellbar fleißig ist und in der ganzen Weltgeschichte herumtingelt. Ja, dieses Mal hat er den Lipizzanern in die Nüstern geschaut in Wien und hat sozusagen seine Weisheiten zum Besten gegeben, das Öffnen von Atomkraft oder wieder in Betrieb nehmen von Atomkraftwerken macht ja keinen Unterschied. Klar, also das ist in dieser Welt, in Takatukaland ist es so. In Takatukaland sind das Fakten, das muss man halt immer wieder auch von dieser Warte betrachten. Die 9 als letzte Zahl, Merkur, steht für Einsichten aus Rückzug und naja, hier können so manche großen Erkenntnisse zum Vorschein kommen, allerdings meines Erachtens bei dieser starken Betonung von Neptun ein bisschen schwierig, oder? Die neue Zahlenreihe lautet 24, 28, 29, 36, 40, daraus resultieren die 4. Die 24 ist vergleichbar der 25. Das heißt, wir haben hier starken Streit, starke Trennungen, große Probleme. Naja, wir sehen ja auch hier den Saturn im 7. Haus. Das könnte schon einmal für ein bisschen Schwierigkeiten in Beziehungen, leichte Verspannungen in Beziehungen stehen. Und hier sollte eben die Lösung sein, auch die Meinung anderer gelten zu lassen, beziehungsweise anderen einmal zuzuhören. Die 28. 28 interessanterweise ist die doppelte 14, die wir vorher hatten. Also auch hier eine Parallelität, große Sturheit. Man möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Es soll sich nichts ändern, aber wenn man sozusagen das Potenzial der 28 entwickelt oder zulässt, dann
winkt ein großartiges Potenzial. Die 29, endlich einmal eine Zahl, die hier auch auf Gefühlsbasis agiert. Weil wir haben ja mit Venus, Neptun einen starken Gefühlsaspekt. Das heißt, ich habe irgendwo die Venus gesucht, irgendwo Gefühlszahlen. Von mir ist auch eine 18 oder was auch immer. Ja? Aber die 29 bedeutet, dass man eben sehr stark von Partnerschaft abhängig ist, dass man bereit war, sehr viel mit sich machen und geschehen zu lassen und dass hier eben die Botschaft lautet, sich selber zu lieben, nicht mehr von anderen abhängig zu machen. Wie gesagt, alles, was du selber machen kannst, ist ein Stückchen Freiheit und Unabhängigkeit. Die 36 an 1, 2, 3, vierter Stelle, das heißt hier große, große Zahl des Wissens, kosmische Zahl. Die 9 logischerweise steckt hier drinnen, also hier hat man ein bisschen auch den Bezug zur Realität verloren. Vielleicht könnte das für Merkur im 12. Haus stehen, was ja auch für sehr großes Wissen steht. Aber eben eine Art von Wissen, die halt eben über den Dingen steht. Die 40, endlich kommt er, der Kuschelhammer. Kuschelhammer ist zurück. Er ist zwar jetzt auf Zypern, aber wie gesagt, also ich werde ganz sicher wieder zurückkommen, aber ich habe noch einige Monate an schweren Auslandsreisen vor mir und ich fürchte, das wird mich an die Côte d'Azur bringen, nach Spanien, überall schwere Auslandsreisen und ich werde mich dort in diesen Staaten auch wunderbar einsetzen. Karl, wir wissen, du bist selbstlos, du bist wirklich stark und wir hoffen, dass sozusagen dein Nachfolger in deiner Abwesenheit wahrscheinlich schon erwähnt wurde. Ich meine, Kurz soll ja, glaube ich, aus der Kiste wieder geholt werden, oder? Der Kurz soll wieder kurz aufgetaut werden. Das ist ganz spannend. Also wie gesagt, hier geht man diplomatisch vor, aber es ist Machtausübung und daraus resultierend haben wir wieder Saturn. Saturn, Kälte, Entbehrungen, Härte, Durststrecke und ich würde sagen, diesen Saturn-Aspekt sehe ich hier natürlich über den Spiegelpunkt, den echten Spiegelpunkt zum Mars durchaus bestätigt und daher ist für mich die neue Zahlenreihe, also 24, 28, 29, 36, 40, 4, die bessere. Weiter zum zweiten Teil. Ende.